Moin moin und hallo, ich grüße euch hier auf meiner Terrasse. Heute ist Frühlingsanfang und Sonntag haben wir heute auch noch. Und ich bin wieder auf die Idee gekommen, heute nochmal was auszusehen. Da habt ihr letzte oder vor zwei Wochen ja vielleicht schon das Video Aussaat gesehen, wie ich meine Chili-Pflanzen habe ausgesät. Und nun möchte ich halt nochmal mehrere Sachen aussehen, was ansetzen. Und ja, es ist wieder Sonntag, ich habe mir keine Anzuchterde gekauft. Und im Video von vor zwei Wochen hat schön einer drunter geschrieben, Mensch, du hast keine Anzuchterde, dann könntest du auch einfach ein paar Maulwurfshügel plündern. Das fand ich eigentlich auch eine sehr tolle Idee, denn worauf kommt das bei der Anzuchterde an? Ja, sie sollte relativ nährstoffarm sein, damit es einen schönen Wurzelballen gibt nachher. Und sie sollte keimfrei sein, jegliche Bakterien sollten raus sein, wenn es irgendwie geht. Pilze und dergleichen sollten da raus sein und auch Fremdsamen. So, ich habe ja letztes Mal halt keine Anzuchterde genommen. Die Keimrate ist relativ hoch, es klappt alles, die liegt über 50%. Aber wenn man irgendwelche seltenen Samen aussieht, will man die ja so hoch wie möglich halten. Daher kann ich dem Kollegen nur schönen Dank sagen für den Post, den er da geschrieben hat. Er hat vollkommen recht, also Aussaaterde ist schon sinnvoll und wenn man keine hat, Maulwurfshügel oder dergleichen, das ist nicht verkehrt, sich die tote Erde dann zu holen, die dann relativ keimfrei ist. Aber ich habe eine andere Idee, also ich werde das jetzt mal so machen hier, ich nehme hier meine Erde vom... Ja, die ist ganz trocken. Hat die noch im Schuppen liegen hier. Wie habt ihr wahrscheinlich alle irgendwo die alten Pflanzen vom letzten Jahr? Hier habe ich den Pott, wo die Antenerde drin war. So, es war letztes Jahr gut und da hole ich mir jetzt ein bisschen was raus. Da sind ordentlich viele Wurzelballen drin. So. Kann ich das en gros hier natürlich rauswühlen. Der alten Wurzelballen. Und das hier ist jetzt ja auch eine Menge an Erde, die für alle kleinen Anzuchten, die man sofort eigentlich reicht. So, also kleine Reste und Stöcker, wenn ihr jetzt vom Kompost euch was holt oder dergleichen, könnt ihr das ja halt durchziehen, macht man ja in der Regel sowieso bei der Komposterde. Aber Komposterde wäre mir dafür halt fast zu schade. Da will ich ja die Nährstoffe nicht kaputt machen, sondern bei mir ist Komposterde halt ja auch so ein bisschen halt Dünger. So, das reicht erstmal. Fackeln wir die ganze Geschichte ordentlich ab.
So, die Erde ist ordentlich am Dampfen. Die ist richtig heiß. So, das muss man jetzt natürlich abkühlen lassen. Aber ich denke mal, ich habe die schon erhitzt auf über eine Temperatur von 60, 70 Grad. Ja. Und von daher denke ich, dass ich da jetzt sämtliche Fliegeneier und andere Keime doch mit abgetötet habe. Ich lasse es jetzt erkalten, gucke hier so ein bisschen durch und dann kann ich das auf jeden Fall, denke ich mal, verwenden. Das kann man natürlich auch dann mit einer normalen Gartenerde machen. Und das ist halt ja auch kein Dachdeckerbrenner gewesen, sondern das war jetzt ein Brenner aus dem Gartencenter fürs Unkraut. Von der Marke Gardena ist der. Ja, auf jeden Fall ist das eine Alternative, denke ich mal. Wenn da irgendwie jemand was entgegenzusetzen hat, kann er das ja schreiben. Ich werde hier, glaube ich, noch einmal rüberhalten. Hier das Wurzelwerk noch mal ein bisschen mehr vernichten. Aber das wird auf jeden Fall klappen. Den Rest packe ich mir in einen Eimer hier rein und da kommen dann meine Melonenpflanzen nächste Woche rein oder übernächste Woche, die ich dann aussehen werde. Ja, ich denke mal, das war's. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.